Lieber Olli, der jetzige Abschnitt ist die Annam-Stabschrecke. Ich habe natürlich recherchiert, was das für ein Tier ist, das ist ja klar. Und diese Stabschrecke hat eine ganz bestimmte Eigenschaft. Sie ist tagsüber vollkommen bewegungsinaktiv, sie macht nichts. Sobald es dunkel wird, fängt sie an, lebhaft zu arbeiten und schwirrt umher. Ich dachte, das ist vielleicht eine ganz kleine, geschickte Anspielung auf unseren Lebenswandel in unserer gemeinsamen Assistentenzeit. Tagsüber eher ruhig und getarnt, nachts dann sehr aktiv. Nicht, was Sie denken, nachts aktiv, sondern natürlich Forschung, nachts Forschung. Und wir waren sehr forschungsaktiv und mein Hobby war eben ab den 90er Jahren, zusammen auch mit Georg und mit dir am Kernspin, auch dann viele, viele Knochentumoren zu untersuchen. Das ist der Hintergrund für dieses schöne Tier. Aber nun, Georg, du hast gezeigt, welche Fragen du dann hast. Und vielleicht eine ganz wichtige Frage ist zunächst mal die Dignität, hast du gesagt, und natürlich die Art, Diagnose zu stellen. Jetzt haben wir also eine Reihe von neuen MR-Techniken. Helfen uns diese MR-Techniken weiter bei dieser Fragestellung? Also, so meine Vorstellung ist folgende, überzogen. In der Stadt der Kunst in Leipzig zeige ich dieses Bild. Also hier vorne ist der Patient mit einer Knochenläsion, die unklar ist. Georg hier will natürlich biopsieren, das ist klar. Ich sage Georg, ich nehme ihn hier an die Hand und sage, Georg, langsam, lass uns erstmal einen Kernspin machen. Vielleicht kriegen wir die Sache auch ohne Biopsie raus. Und so einfach ist die Sache nicht. Ich habe hier zwei Läsionen. Die eine ist gutartig und die andere ist bösartig. Sie sehen ja, auf so einem normalen MR-Bild sind die gar nicht gut auseinanderzuhalten. In der Tat, das eine hier, ich zeige Ihnen die Lösung, das eine hier ist ein ganz harmloses Osteosteom, das ist der Nidus dieses Osteosteoms. Und Sie sehen dieses ausgeprägte Knochenmark, das sogar in die Weichte hinein fürs Ödem zeigt. Nebendran ein ganz grässlich maligner Tumor, das war ein hochaggressives Knochen, primäres Knochenlymphom. Das heißt hochmaligne und das hier völlig benigne. Es ist also im MRT nicht immer ganz einfach. Oder dieses Beispiel. Wenn wir uns normalen Kriterien aus dem Röntgenbild anwenden, die Läsion hier scharf berandet bei diesem Kind, scharf berandet, kein Weichteilanteil, kein Knochenmarködem, kein Einbruch in den Spinalkanal. Dieses Ding hier war ein Ewing-Sarkom, hochmaligner Tumor. In der Tat, in der Mayo-Klinik Rochester, weltberühmte Klinik, machen sie also in den 90er Jahren eine große Studie und haben geschaut, wenn man nur das MRT hat, nur MRT, wie gut ist die Aussagekraft, ist diese Knochenläsion gutartig oder bösartig? Die Vorhersagewahrscheinlichkeit war gerade mal 55% des MRTs allein. Das heißt, sie können im Grunde genommen die Münze werfen. Das MRT alleine hat also sehr häufig leider, wenn man unselektiertes Patientengut hat, eine schlechte Vorhersagewahrscheinlichkeit, ob die Läsion gutartig oder bösartig ist. Darum ist die MRT, ich würde es noch einmal sagen, immer auch in Kombination mit dem Röntgenverfahren. Ich halte es, das von vorne weg, ich halte es gerade für einen Kunstfehler, wenn ich nur ein MRT-Bild mache und nicht noch das Röntgen oder ein CT-Bild dazu habe. Das war dieses Übrigens. Okay, Sequenztechnik. Kurz die Basissequenzen. Fangen Sie immer an mit dem normalen T1-Bild. Die sind so unbeliebt, aber schauen Sie, dieses normale T1-Bild zeigt uns die Verdrängung des Fettmarks. Studien, wir haben es auch in Freiburg uns angeschaut, auf den Millimeter genau. Wir haben solche Knochentumoren dann längs aufgesägt mit den Pathologen zusammen und zeigen können, auf den Millimeter genau entspricht die Ausbreitung im T1-Bild dem tatsächlichen pathologischen Befund. Sie sehen darüber hinaus Fettsignal natürlich. Das zweite natürlich eine T2-Fettzeitsequenz. Sie sehen das Knochenmarködem, Sie sehen gut dann die Ausbreitung in das Weichgewebe. Sie sehen, das ist ein wichtiger Punkt, ich zeige es Ihnen später, die Ausprägung des Knochenmarködems bei verschiedenen Knochentumoren unterschiedlich ausgeprägt. Das dritte, Sie brauchen noch eine transversale Schicht und machen das häufig als 3D-Sequenz, weil man damit einfach den Bezug zu den Gefäßen und Nerven hat. Dann natürlich die Kontrastmittelgabe. Sie sehen dort den Bezug zu den Nerven und Gefäßen, Gefäß-Kontrastmittel gefüllt. Sie sehen ja auch die Kontrastmittelaufnahme und können dann sagen, wie gut ist die Kontrastmittelaufnahme, wie gut ist dieser Tumor vaskularisiert und Sie können sagen, ob dort Tumornekrosen nachgewiesen sind. Tumornekrosen als häufiges Bild eben bei malignen Knochentumoren. Was Sie nicht tun sollten, jetzt kommt ein großes Anliegen von mir. Wir alle machen die Gelenkdiagnostik mit großer Begeisterung natürlich diese PD- und PD-Fettzeitsequenzen. Das ist ja unsere Basissequenz für die Gelenkdiagnostik. Aber das ist in der Knochentumordiagnostik ein Kunstfehler. Sie dürfen auf keinen Fall solche Mischsequenzen machen.
Sie brauchen immer auch klassische T1 und T2-Bilder. Schauen Sie, das hier ist das eigentliche Tumorgewebe. Das andere ist nur reaktives Knochenmarködem. In der Biopsie war nur hier Knochentumorgewebe, nebendran in dem Ödem nicht. Also reaktives Knochenmarködem zu unterscheiden, die wahre Tumorausdehnung, wie gesagt, im T1-Bild, nicht in der Protonendichtsequenz. Das Zweite, was nicht machen sollten, sind solche komplexen Sequenzen wie irgendwelche speziellen Sequenzen wie Drufi und Haste und was weiß ich alles. Diese Gradientenecho-Sequenzen sind in ihrer Komplexität, in ihrem Signalverhalten sehr viel schwieriger einzuordnen als klassische T1 und T2-Bilder. Das hier ist ein paarostiales Osteosarkom. Schauen Sie, wie hier das seltsam aussieht und wie scharf demarkiert die wahren Tumorgrenzen zu sehen sind bei diesem paarostialen Osteosarkom, was sich hier in den Knochen hineingibt, hier im normalen T1-Bild. Also sechsmal die Sequenztechnik. Das Zweite ist, was haben wir denn heute an modernen Sequenztechnik? Was gibt es vielleicht Neues auf dem Markt? Wir sind Perfusion. Perfusion kennen Sie alle aus der Mama, MRT natürlich, in anderen Bereichen, wo wir Perfusionsbilder machen. Die berühmten vier Kurven, entweder gar kein Enhancement, das langsam ansteigende Enhancement, die langsame Kontrastmittelaufnahme oder die rasche Kontrastmittelaufnahme auf einer Plateauphase oder rasche Kontrastmittelaufnahme, dann das frühe Washout, das schnelle Auswaschen von Kontrastmitteln, die vier möglichen Typen. Und wir sehen tatsächlich, überwiegend sind die malignen Knochentumoren im Bereich 3 und 4 nachweisbar. Man kann die Steilheit dieses Anstiegs, den Steilheit berechnen, quantifizieren durch diese Formel. Slope ist also die Anstiegsgeschwindigkeit. Diese Formel können Sie sehen. Und man sieht, wenn diese Kurve, die Kontrastanreichung sehr, sehr steil ist, also sprich bei 40% per Minute, dann ist das eine Aussage, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit, überwiegender Wahrscheinlichkeit, ein maligner Tumor ist. Das ist gerade ein Schreibfehler. 86%, aber das reicht nicht aus. 86% ist schon mal eine ganz gute Wahrscheinlichkeit. Aber wirklich, wenn ich das dem Georg sagen würde, sagt, das reicht mir an Wahrscheinlichkeit nicht aus. 14% liegen wir daneben. Das reicht nicht aus, um dem Patient die Biopsie zu ersparen. Also mit Perfusion ist ein gewisser Hinweis, aber sicherlich nicht die entscheidende Möglichkeit, um da weiterzukommen. Diffusionsbildgebung ist in aller Munde und Diffusionsbildgebung haben wir viel ausprobiert. Wie funktioniert es nochmal ganz kurz zusammengefasst? Wir haben hier Zellen mit Zellkern, hier die Zellwände und zwischen den Zellen im Interstitium freie Flüssigkeit, Wasser, interstitielle Flüssigkeit mit Protonen, die sich hier frei bewegen können. Wenn ich nun eine Schwellung der Zellen habe, zum Beispiel bei einem akuten Infarkt und die Zellen anschwellen, dann wird dieser Raum im Interstitium kleiner und die Protonen haben eine eingeschränkte, restringierte Beweglichkeit. Das kennen Sie alle vom Schlaganfall. Wenn wir, das ist ja die ursprüngliche Technik, Schlaganfallsdiagnostik machen, wird die Diffusionsmöglichkeit der Protonen eingeengt und dementsprechend ist meine ADC-Werte abgesenkt, sprich hell im diffusionsgerichteten Bild. Genau das Gleiche bei unserer Idee können wir da auch probieren, wenn wir das bei Tumor nachweisen. Auch beim Tumor habe ich ja quasi mehr Tumorzellen. Wenn ich mehr Tumorzellen habe, habe ich weniger Bewegungsmöglichkeiten von Protonen im Interstitium. Dementsprechend müsste genauso ja, der ADC-Wert runtergehen. Das haben wir ausprobiert in den 90er Jahren. Hier nochmal zusammengefasst. Also, wir haben damit indirekt ein Maß, die Diffusion ist ein Maß für die Zellularität, den Zellgehalt. Und wir denken, dass maligne Tumoren mit vielen, vielen Zellen dementsprechend auch eine eingeschränkte Diffusion haben. Das ist also die Idee. Und der ADC-Map dementsprechend hat eben ein maligner Tumor mit vielen Zellen, eine eingeschränkte Diffusion ist dunkel. Das ist wie im Western-Film. Wenn Sie einen Western anschauen, achten Sie mal darauf, immer die Bösen haben schwarze und dunkle Hüte und die Guten haben helle Hüte auf, genau ist es auch. Also dunkle Hut, ADC-Bild, wissen Sie, ist hoher Zellgehalt. Das Problem ist, das war leider sehr schade, wir haben es an vielen Tumoren ausprobiert und haben ADC-Werte quantifiziert. Es gibt leider einen großen Überlappungsbereich der ADC-Werte von gutartigen und von bösartigen Tumoren, dass die ADC keine ausreichende Trennschärfe ist. Die Diffusion ist keine ausreichende Trennschärfe für die Entscheidung, ob das gutartig oder bösartig ist. Was ganz gut ist, das zeige ich gleich, sind Zysten und andere soziale Zysten. Und dann bei bestimmten Tumoren, gerade im Kindesalter, das Ewing, das Rapto und das Neuroblastom, diese Tumoren sind dermaßen extrem zellreich, dass sie schon im ADC-Bild sofort auffallen. Also Beispiel hier, eine Zyste, wir haben hier eine ganz einfache juvenile Knochenzyste. Sie sehen ja, dass wir im Schwimmbad, die Protonen sind die Schwimmer, die haben hier viel Platz, können sich bewegen, dementsprechend haben wir auch einen ganz hohen ADC-Wert. ADC-Wert heißt, hoher ADC-Wert heißt viel Bewegung, die haben viel Bewegungsfreiheit und dementsprechend hoher ADC-Wert von 2,5, also ganz sicher einfach eine harmlose Zyste. Und das Gegenteil ist dieses Ewing-Sarkom, wo wir ganz viele eng zusammengeballte Zellen haben. Das ist wie Beton, als würden die Protonen in Beton zusammengeschweißt werden.
ein ADC-Wert von nur noch 0,5. Das heißt, die Protonen haben kaum noch Chancen, sich zu bewegen in diesen extrem engen Zellhaufen. Also sprich, wenn Sie ein Ewing-Sarkom, ein Rhabdomyosarkom oder solche kleinen blauen Zelltumoren sehen wie Neuroblastomen, die sind alle mit einem extrem tiefen ADC-Wert. Okay, aber es gibt typische Fälle mal aus der Praxis, wo uns der ADC-Wert eben auf eine vollkommen andere Schiene führt. Ein Abszess oder ein Hämatom haben ebenfalls sehr dicht kompakt zusammengefaltete Zellen und dementsprechend sehen Sie im ADC-Map auch diesen dunkel. Das hat mit Tumor nichts zu tun, aber auch da in so einem Abszess, das kennen Sie auch aus der Neurobildgebung, Abszess ist in dem ADC-Bild dunkel, weil einfach so viele Zellkerne und so viele Zellen auf engem Raum zusammen sind, in diesem Zelldetritus des Eiters. Wo können wir denn die Diffusionsbildgebung anwenden? Wir haben das dann in den 90er Jahren entwickelt. Jedes Osteosarkom wird primär chemotherapiert. Wir haben also hier die Tumordiagnose, wir machen die Biopsie. Wenn die Biopsie das Osteosarkom bestätigt, bekommt das Kind, der Jugendliche, erstmal eine Chemotherapie. Eine neoadjuvante Chemotherapie. Auf diese Weise bekämpft man die okkulten Metastasen, die im Regelfall in der Lunge schon vorhanden sind. Indem man eine neoadjuvante Chemotherapie macht, kann man die Überlebenswahrscheinlichkeit der Kinder hochbringen auf 85% Dauerheilungen durch diese neoadjuvante Chemotherapie. Dann, wenn die Chemotherapie abgeschlossen ist, wird die Extremitäten wieder resiziert oder was sie halt sonst macht, operiert. Danach gibt es nochmal einen weiteren Chemotherapiezyklus. Der Punkt ist nun, wenn man an diesem Präparat, jetzt wird es spannend, an diesem Präparat dann biopsiert und der Pathologe nachschaut und die Chemotherapie hat mehr als 90% der Tumorzellen nekrotisch gemacht und abgetötet, dann hat dieses Kind eine exzellente Chance auf Dauerheilung. Ist es weniger als 90%, das ist der Cut, weniger als 90% Tumorzelltod, Tumornekrosen, dann ist die Überlebenswahrscheinlichkeit von dem Kind deutlich schlechter. Also haben wir uns überlegt, vielleicht kann man das durch Diffusionsbildgebung ja zeigen, denn Diffusion zeigt ja was über Zellularität. Und in der Tat, es ist verblüffend, wenn man dann die Diffusionsbildgebung macht, das haben wir dann schon 2008 publiziert, dann zeigt sich, alle Kinder, die während der Chemotherapie in ihrem ADC-Wert angestiegen sind, sprich, wo wir den Tumorzelltod dokumentiert haben, waren solche, die auch gut angesprochen hatten auf Chemotherapie. Solche Kinder, bei denen der ADC-Wert gleich geblieben ist, die hatten einen gleichgebliebenen oder nur unter 90% ansprechen auf diese Chemotherapie ein entsprechend schlechtes Outcome. Wir haben es auch noch in einem Rattenmodell versucht, beim Ewing-Sarkom, da sehen Sie, und ich zeige Ihnen das, weil der Effekt der Chemotherapie ist unglaublich schnell. Die Ratten hatten ein Ewing-Sarkom und bereits am zweiten Tag der Chemotherapie kam es zu dramatischen Änderungen des ADC-Wertes. Da sehen Sie, nach 72 Stunden ändert sich die ADC-Map enorm von ungefähr 1,2 auf, also von der Skala hier, ändert sich der ADC-Wert innerhalb von Stunden bis zwei Tagen. Das heißt, die Chemotherapie, das Ansprechen lässt sich schon ganz, ganz schnell in der ADC-Map nachweisen. Das Ganze ist mittlerweile auch von anderen Arbeitsgruppen so bewiesen worden und zeigt, noch einmal, die Good Responder, also Good Responder, haben deutlich höheren Anstieg von den ADC-Werten als solche, die nur Poor Responder sind. Okay, das ist eine Möglichkeit, wo man Diffusionsbildgebung in der Knochenradiologie bei Tumoren einsetzen kann. Eine andere Technik, die aufgekommen ist, war die Chemical Shift, also sprich In-Phase- und Opposed-Phase-Sequenzen, das kennen Sie alle aus der Nebennierenbildgebung, wo man nachweisen möchte, gibt es Fett. In der Opposed-Phase-Sequenz kommt es ja zu Signalabfall, damit können Sie nachweisen, ob mikroskopisch kleines Fett nachweisbar ist. Sprich, es geht nicht um makroskopisches Fett, sondern um mikroskopisches Fett. Ich habe das mal so als Schema aufgezeichnet, das hier ist so ein Voxel. Und innerhalb des Voxels habe ich jetzt Fett, das ist, glaube ich, Margarine oder Butter. Und wenn Sie da nun so ein Voxel haben mit Butter, und dann sehen wir mal, in der In-Phase-Sequenz ist das natürlich hell, T1, helles Signal. Und auch in der Opposed-Phase ist dieses Fettsignal hell. Wenn ich jetzt Wasser habe, einfach ein Voxel, das nur mit Wasser gefüllt ist, T1 wird dunkel und im T1 und Opposed-Phase auch dunkel. Spannend wird es jetzt aber, wenn innerhalb eines Voxels Fett und Wasser zusammen sind, dann wird es anders. Dann habe ich hier in der In-Phase noch viel Signal, aber in der Opposed-Phase-Sequenz einen Signalverlust. Also immer dann, wenn ich innerhalb eines Voxels Fett und Wasser zusammen habe, kann ich in der Opposed-Sequenz einen Signalabfall detektieren. Ich habe also den Nachweis von mikroskopisch feinem Fett auf diese Weise, was ich in normalen T1-Bildern nicht sehen kann. Also Beispiel, da kann man es gut anwenden, Sie haben hier eine Zufallsläsion.
Ist das jetzt einfach so eine Knochenmarkinsel? Ist es irgendwas Benignes oder ist es vielleicht doch eine Metastase? Dann ist es so, dass Metastasen verdrängen das Fett. Das heißt, ich habe in einer Metastase keinen mikroskopischen Fettnachweis mehr. Und wenn ich das Ganze jetzt in eine Opus-Phase-Sequenz bringe, dann sehen Sie hier, ja, bei den Beleuchtungen sieht es nicht gut, dass von In-Phase zu Opus-Phase kein Signalabfall da ist. Sprich, wir haben keinen Fettnachweis, das war eine Metastase. Ein anderes Beispiel, In-Phase, Opus-Phase, sehen Sie, in der Opus-Phase kommt es hier eben nicht zum Signalabfall, sondern im Gegenteil, es demarkieren Sie noch weitere Herde. Das war also jetzt Metastasesuche mit der Opus-Phase. Spektroskopie, nur eine Folie dazu, weil es sowieso keine mehr macht. Auch das haben wir ausprobiert, kann man denn mit der Spektroskopie Knochentumoren unterscheiden, gutartig, bösartig. Cholin-Peak, das ist hier der Cholin-Peak. Sie wissen, Cholin ist ein Teil der Zellmembrane und wenn ich viele Zellen habe, die sich Mitose hoch ist und viele, viele Tumorzellen habe, dann habe ich auch einen erhöhten Umsatz von Cholin, entsprechend mehr Cholinsignal auch in der Spektroskopie. Und tatsächlich 85% der maligen Tumoren haben einen erhöhten Cholin-Peak. Aber auch das reicht bei weitem nicht aus, um dem Orthopäden sagen zu können, das ist ausreichend sicher gutartig oder bösartig. Das heißt, das MRT alleine, auch mit den modernen Techniken, leider, leider. Jetzt werden Sie sagen, ja, warum steht der U jetzt hier und erzählt was im MRT? Das ist ja alles sinnlos, das bringt ja gar nichts. Aber es gibt ein paar Entitäten, das ist jetzt die frohe Botschaft, die ich mitbringen möchte. Es gibt ein paar Entitäten, wo die MRT durchaus sehr sinnvoll ist und wo wir es in der Praxis mit großem Gewinn anwenden können. Die gehen wir jetzt zusammen durch, damit Sie das mit nach Hause nehmen. Zum Beispiel sehen wir das hier in diesem Bild von Jean Miró, die Nachtigall. Und es gibt einen Schweizer Künstler, Ursus Wirli, es kann nur ein Schweizer machen, sowas. Der hat also tatsächlich all diese Dinge ausgeschnitten und hat die sortiert. Also ich finde das schon mal eine tolle Idee. Und genau, und das kann nur ein Schweizer, Präzision aus sowas zu machen. Und genau das machen wir jetzt auch mit diesen Musteranalysen. Ich zeige Ihnen mal, die flüssigkeitsgefüllten Läsionen. Also Zyste, klar, im T1-Bild hypointens, T2 hypointens. Wenn Sie stärker T2 wichten, wird es noch hyperintenser. Und Sie haben, wenn Sie Kontrastmittel geben, nur ein Enhancement, das ist wichtig, in der Zystenwand. Damit unterscheiden Sie eine Zyste von einer soliden Raumforderung. Die Raumforderung nimmt Kontrastmittel auf, die Zyste eben allenfalls im Rand, im Bereich des Zystenbalges. So sieht es aus. T2-Bild mit Kontrastmittelgabe sehen Sie außen die Kontrastmittelaufnahme im Zystenbalg, die ist durchblutet. Und damit haben Sie schon die Diagnose Zyste eigentlich sichergestellt. Sie haben keine soliden Anteile da drin. Und wenn Sie die TE-Zeit hochsetzen, dann wird es, ich glaube, man kann es nur sehen, heller. Also Zysten wird immer heller, je mehr Sie TE-Zeit erhöhen, klar. Und so sehen juvenile Knochenzysten dann aus, also ganz harmlos, scharf brandet. Hier ist jetzt ein Metadiffus sehr lokalisiert, homogen, hell. Manchmal gibt es ein bisschen Sedimente drin und nach Kontrastelgabe eben diese nur ganz zarte Kontrastaufnahme, wenig oder gar keine Septen. Klassische Zyste, leave me alone, lesion, passiert nichts. Jetzt wird es interessanter. Wenn Sie Zysten haben mit solchen kleinen Fluid-Fluid-Levels, also solchen kleinen Spiegelbildungen. Das ist jetzt ein anderes Mal eine Knochenzyste mit Spiegelbildungen. Oben ist also eher so das Serum, hier unten sind die Anteile, die sedimentieren, also Blutbestandteile zum Beispiel. Und so eine Läsion kann richtig groß werden mit vielen, vielen Flüssigkeitsspiegeln. Und in der Tat gibt es dafür eine Reihe Kriterien, wo Sie diese anderes Mal eine Knochenzyste sicher diagnostizieren können. Scharf brandet, der Randsaum, die Hohlräume, die Kontrastmittelreichen, ganz wichtig, die Zystenwände oder diese Septen, diese kleinen divertikelartigen Aussackungen, die ich Ihnen gleich zeigen werde, und die Spiegel eben. Also, Beispiel dafür, das ist ein anderes Mal eine Knochenzyste, zahlreiche, so lobulierte Zysten, die zusammenkommen mit diesen Flüssigkeitsspiegeln im T2-Bild. Einmal Kontrastmittel geben, Kontrastmittelaufnahmen hier außen, aber auch die Septen nehmen hier typischerweise so, ja, so, wie heißt die Frucht, das habe ich gelernt, wie die Riesengorgonie Kontrastmittel auf, so netzartig. Ja? Dann, das hat Herr Wörtler erst publiziert, Nachweis von solchen kleinen Divertikeln ist typisch für diese anderes Male Knochenzysten. So sieht es dann makroskopisch aus. Jetzt kommt's. Leider, leider, leider gibt es eine Differentialdiagnose, vielleicht sogar weitere, die sehr, sehr ähnlich aussehen. Es gibt eine ganz gefürchtete Differentialdiagnose, die ähnlich aussieht wie so ein anderes Male Knochenzysten. Eine AKZ ist ja so ein Schwamm, blutgefüllter Schwamm mit solchen Kavernen. Und blöderweise gibt es einen Tumor, den wir sehr fürchten, auch hochaggressiv, der kaum überlebt wird, das ist das teleangiektatische Osteosarkom. Auch dort haben wir zahlreiche solche blutgefüllten Kavernen, aber das ist ja ein hochmaligner Tumor, der blöderweise sehr, sehr ähnlich aussehen kann
wie so ein anderes Malerknochenzyste. Wie kann ich es unterscheiden? Dazu dieses Schema von O'Donnell, das ist so die klassische Arbeit, die immer zitiert wird. Hier ist das Sarkom, hier ist die anosmale Knochenzyste. Sie sehen, wenn man Kontrastbild gibt, hier gibt es einfach solide Tumoranteile. Bei der AKZ ist es eher dünne Septen, wenig solide Anteile. Und ich kann sogar sagen, wenn mehr als zwei Drittel solide Anteile sind, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Sarkom. Ist es eher, sind überwiegend über 66% Fluid-Fluid-Levels, also Zysten innerhalb dieser Masse, dann ist es doch wahrscheinlich benigne. Also schauen Sie immer, ein anderes Mal Knochenzyste, wenn man das nicht biopsieren mag, braucht man die Verlaufskontrolle, haben Sie im Hinterkopf, dass hinter so einer Läsion, ein anderes Mal Knochenzyste, immer auch ein Sarkom stecken kann, was mal solche Physikalspiegel machen kann. Oder sekundäre anderes Mal Knochenzysten, das ist noch der dritte Punkt. Blöderweise gibt es diese anderes Mal Knochenzysten auch sekundär bei vorbestehenden anderen Tumoren. Dann Knorpeltumoren. Wie erkennen Sie Knorpel? Knorpel erkennen Sie, dass es im T2-Bild sehr hyperintens ist. Das liegt daran, dass Knorpelsubstanz, diese Proteoglykane, sehr, sehr stark Protonen anbinden, also hygroskopisch sind. Darüber hinaus haben diese Tumoren ein ganz charakteristisches Enhancing-Muster, wenn sie Kontrastbild geben. Also, das hier ist der Tumor mit seinen typischen, das kennen Sie alle, popcornartigen Verkalkungen eines Enchondroms, T1-Bild scharf berandet, T2-Bild so lobuliert aufgebaut, hyperintens, klar, weil er viele Protonen enthält. Und nach Kontrastelgabe sehen Sie nur so eine Art ja, Anreicherung des Perichondriums und der Läppchen. Wenn ich das mal zeige, das ist so ein Knorpelläppchen und das ist das Perichondrium mit Gefäßen, was eben Kontrastmittel aufnimmt. Darum sehen Sie, wenn Sie Kontrastel geben, diesen lobulierten Aufbau von Knorpelgewebe. Damit können Sie also sagen, das muss ein Knorpeltumor sein. Beim Osteochondrom, das ist hier so eine typische Exostose, achten wir auf die Knorpelkappe. Sie wissen, solche Exostosen, solche Osteochondrome können maligne entarten. Die Entartung ist aber zu 99% im Bereich der Knorpelkappe. Sie entarten zu einem Chondrosarkom. Darum achten Sie immer auf die Knorpelkappe. Und die Knorpelkappe kann man messen. Und Sie sehen, wenn die Knorpelkappe nur ein paar Millimeter groß ist, sind Sie sicher, das ist nichts Bösartiges. Erreicht die Knorpelkappe eine Dicke von 2 cm oder mehr, dann ist Holland in Not, da müssen Sie daran denken, dass gerade dieses Osteochondrom dabei ist, zu einem Chondrosarkom zu degenerieren. Achten Sie also auf diesen Grenzwert. Das ist ein ganz guter Grenzwert, da sind Sie auf der sicheren Seite. Bei 2 cm fängt es an, kritisch zu werden, sodass das Osteochondrom histologisch verwildert zu einem Chondrosarkom Grad 1 oder 2 geht. Es gibt eine Erberkrankung, die dominant vererbt wird, die Osteochondromatose. Da haben diese Patienten multiple von diesen Osteochondromen. Wir machen es in Freiburg so und ich denke, das ist sollte der richtige Weg sein. Diese Patienten haben ein hohes Risiko, dass eines dieser zahlreichen Osteochondrome zu einem Chondrosarkom degeneriert. Darum sind die bei uns in Nachsorgen, indem wir denen jungen Menschen, die wir in der Kinderklinik haben, regelmäßig zu einer Ganzkörper-MRT raten, sodass wir die ganzen Osteochondrome sehen und schauen, immer dann, wenn ein Osteochondrom so groß wird, dass die Knorpelkappe diese 2 cm beim Kind 1,5 cm überschreitet, dann wird vom Orthopäden dieses Osteochondrom abgetragen. Die Chondrosarkome, jetzt habe ich einen Knorpeltumor. Wie unterscheide ich jetzt den gutartigen Knorpeltumor, Enchondrom, vom Chondrosarkom? Wie geht das? Es gibt eine Reihe von Kriterien, zum Beispiel das hier, Astrology. Er hat nachweisen können, immer dann, das ist die wichtigste Regel, wenn die Corticalis arrodiert wird mit mehr als 2 Drittel der Cortexdicke oder natürlich, wenn eine Weichteilmasse vorliegt, dann ist das ein starker Hinweis darauf hin, dass hier ein Chondrosarkom vorliegt. Also achten Sie auf die Weichteilkomponente. Gibt es eine Weichteilkomponente, ist es immer bösartig. Und achten Sie darauf, bevor die Weichteile da sind, ob die Cortex zerstruiert wird. Ist mehr als 2 Drittel der Cortexdicke kaputt gegangen, dann müssen Sie mit einem Chondrosarkom rechnen. Haben wir noch Zeit, oder? Ja, dürfen wir noch. Tumorödeme. Sie haben natürlich bei vielen Tumoren Ödeme. Ganz ausgeprägt, geradezu charakteristisch sind Ödeme bei Tumoren, die Prostaglandine synthetisieren. Es gibt also Tumoren, ganz voran natürlich das Osteodysteum, das Osteoblastom, aber auch das Chondroblastom. Diese Tumoren produzieren Prostaglandine. Prostaglandine, Sie kennen das, ist ein hormonähnlicher Stoff, der die Kapillaren öffnet. Die Kapillaren werden undicht, ein Capillary Leak, und durch diese undichten Kapillaren kann Flüssigkeit, kann Ödem entstehen in der Umgebung des Tumors. Das ist also eine Art Entzündungsreaktion, könnte man das nennen.
eine Prostaglandinreaktion des Tumors, der selber Prostaglandin produziert und damit ein Tumorödem induziert. Und dementsprechend haben diese Tumorläsionen, wie zum Beispiel das Ostidosium, immer ausgeprägte Knochenmarködeme. Also müssen Sie sich einprägen, das Ostidosium und sein Bruder, das Osteoblastom ist ja im Prinzip ja nichts anderes als ein großes Ostidosium. Diese Tumoren haben immer ausgeprägte Knochenmarködeme. Und je stärker die Klinik, je ausgeprägter die Klinik, je ausgeprägter die Schmerzen bei den Patienten sind, desto ausgeprägter auch das Knochenmarködem. Also die Ausprägung des Knochenmarködems korreliert mit den Beschwerden beim Patienten. Schauen Sie mal, wie klein der kleine Nidus hier ist, wie groß das Knochenmarködem. Der kann sogar durch die Prostaglandin-Ausschüttung in der Angrenzung vom Gelenk hier Ergüsse machen. Er kann die Weichteile geradezu mit einem Weichteilödem ausstatten. Das ist alles, weil so ein kleiner, blöder Nidus hier so viel Prostaglandin produziert. Geben Sie dem Patienten einen Prostaglandin-Synthesehemmer, Aspirin zum Beispiel, hemmt er die Prostaglandin-Synthese, dann geht das Knochenmarködem und die Schmerzen zurück. Die anderen Tumoren, also das Ostidosium, habe ich Ihnen gezeigt, das Chondroblastom macht ein ganz ausgeprägtes Ödem und beim Kind natürlich das eosinophile Granulom in unterschiedlicher Ausprägung kann ebenfalls ein sehr, sehr ausgeprägtes Tumorödem machen. Das sind die drei Entitäten, die Sie wissen sollen. Der Riesenzelltumor ist ein Tumor, der bei Menschen jenseits der Pubertät auftritt, immer Epimetaphysea liegt. Und dieser Tumor hat ein bestimmtes Muster, was ich Ihnen zeigen möchte, damit Sie das mal wieder erkennen. Im T1-Bild, ja, unspektakulär, so wie Muskulatur, T2, ganz inhomogen. Aber achten Sie mal hier auf die Gradientenechosequenz, ich zeige es Ihnen gleich nochmal anders. Da sehen wir, diese Tumoren haben die Neigung einzubluten. Jeder Riesenzelltumor hat eingeblutet und dementsprechend können wir Hämosiderin nachweisen. Hämosiderin-Nachweis, natürlich eine Gradientenechosequenz, dunkel dargestellt. Ich zeige es Ihnen gleich nochmal, das ist von Davis erst publiziert. Sie sehen also immer zahlreiche dunkle Aspekte in diesen Tumoren. Das ist der Riesenzelltumor, ist der Tumor, der immer im Gradientenechobild inhomogen fleckig dunkel dargestellt ist. Und ein Tumor, der immer auch intensiv, der sehr stark vaskularisiert, darum blutet er ja auch, weil er sehr stark vaskularisiert ist, der immer auch intensiv Kontrastmittel aufnimmt. Fettsignal. Klar, Fett beim Lipom. Fett hat das gleiche Signal wie das subkutane Fettgewebe. Machen Sie aber sicherheitshalber immer die Gegenprobe durch die fettsupprimierte Sequenz. Wenn Sie also eine fettsupprimierte Sequenz haben, ist das Fettsignal abgesättigt und Sie können ja sicher sagen, das ist tatsächlich Fett und nicht zum Beispiel eine andere Substanz wie Melanin zum Beispiel, ja, die ja auch hell wäre im T1-Bild. Und gibt es Fett? Eine Reihe von Läsionen, natürlich beim Lipom, das ist klar, beim Hämangiom, beim parossialen Osteosarkom, beim Knocheninfarkt, beim Morbus Paget, beim Lipom, das ist banal, Lipom ist einfach Fettgewebe, Lipom ist halt im T1-Bild dann hell. Beim Hämangiom, Sie wissen, dass die inaktiven Hämangiome alle verfetten, dementsprechend sind alle Hämangiome mit Fettsignal nachweisbar, was die Diagnose erleichtert. Beim parossialen Osteosarkom, ist ja ein seltener Tumor, haben wir immer auch Fettnachweis, was man auch hier sehen kann im T1-Bild. Bei den Knochennekrosen natürlich, bei Knocheninfarkten, bei Knochennekrosen, wenn Sie also die Unterscheidung treffen müssen zwischen einem Enchondrom zum Beispiel, Enchondrom und Knocheninfarkt, schauen Sie auf das T1-Bild. Sie sehen, dass jeder ältere Knocheninfarkt oder jede Knochennekrose früher oder später verfettet und dementsprechend dann hell ist im T1-Bild. So, meine Damen und Herren, jetzt bin ich am Ende meiner Redezeit angelangt. Ich habe Ihnen zumindest mal ein paar spezifische Muster zeigen können. Es ist also doch nicht ganz hoffnungslos mit der MRT. Bei bestimmten Entitäten ist die MRT ganz hilfreich, auch in der Verlaufskontrolle von Tumoren. Also zusammengefasst, ich habe Ihnen die MR-Technik gezeigt, was es Neues gibt oder neueren Techniken, die über die Standardsequenz hinausgehen. Ich habe Ihnen einige spezifische Muster gezeigt. Jetzt wissen Sie, dass, lieber Olli, dass du ja Jäger bist, darf ich das so sagen, ja? Ach ja, auch. Und jetzt überlegt, also als Uli Schäfer Angiografie-Oberarzt war, dann hing in unserem Angiografieraum ein großes Poster mit einem 12-Ender Hirsch. Und er hat sich immer gefreut. Also hat seine Jagdbegeisterung da immer gezeigt. Und ich habe überlegt, wie das wohl bei Schäfers zu Hause aussieht. Und also ist die Geschichte vom wilden Jäger, wie der dann rausgeht mit seiner großen Flinte. Und dann lesen Sie hier, legt sich dann ins grüne Gras, das alles sah der kleine Haas. Und als der Jäger schnarcht und schlief, der Haas ganz heimlich zu ihm lief und nahm die Flint und auch die Brille, ja, und schlich davon ganz leise und still. Vielen Dank. Ja.
Das ist ein Strummelpeter. Ja, würde ich schlafen, das stimmt schon. So, ja, meine Damen und Herren, das war doch mal eine kleine umfassende Übersicht von beiden Seiten. Und jetzt dürfen Sie Ihre Fragen stellen, sofern Sie welche haben. Das ist ja schon ein Feld, wo man also sich eigentlich bei vielen Sachen nie sicher sein kann, ob man den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Also ich tue mir bei Skeletttumoren nicht leicht. Ja? Vor allem, wenn Sie so eine rudimentäre Bildgebung haben, also ein MR oder vielleicht nur ein Röntgenbild. Das ist sehr, sehr schwierig. Deswegen hole ich mir dann immer den Herget Uhl aus dem Schrank und schaue rein. So mache ich das. Wie machen Sie das? Ja? Plädieren Sie denn in Ihrer Klinik oder Praxis immer dafür, dass man ein MR hat, ein CT hat oder ein Röntgenbild und eine Sintigraphie? Oder wie nähern Sie sich denn selber diesen schwierigen Fragestellungen? Also ich kriege so zwischen 10 bis 15 Fälle, 20 Fälle pro Woche zugeschickt. Mal 10 bis 20 Fälle pro Woche. Leute, es mal lieber, bevor sie irgendwie was da falsch machen, lieber schicken sie es mir und ich schaue kurz mit drauf und gebe eine Empfehlung ab. Beim Georg ist mindestens genau die gleiche, hätten noch mal 20 pro Woche, oder? Kommen zu ja. Die Sprechstunde. Ja. Also lieber zum Experten schicken, bevor man da vielleicht beim Kind oder beim Jugendlichen was übersieht. Das ist mal eine Möglichkeit. Das Zweite habe ich schon angedeutet, verlassen Sie sich auf Gottes Willen nicht nur aufs MRT alleine, es sei denn, Sie sind eben ganz typische Funde wie eine Zyste oder dergleichen, sonst Sie brauchen ein komplementäres Verfahren. Das MRT zeigt Ihnen ja nicht die Knochensubstanz. Sie brauchen für die Abbildung der Knochengerüststrukturen, brauchen Sie ein Röntgenverfahren, also CT oder halt ein Röntgenbild. Ich glaube, das sind immer zwei wichtige Punkte. Sintigraphie. Sind wir weitgehend von weggekommen. Also wir machen fast keine Sintigraphie mehr. Machst du dann was anderes? Also machst du dann ein PET-CT oder gar nicht? Also in der Regel ist es wirklich die Zusammenschau von der normalen konventionellen Röntgendiagnostik und dem MR. Und man muss sagen, ich habe vorhin die eine Folie gezeigt, Einweisungsdiagnosen versus interdisziplinär gestellten Diagnosen und habe dann kurz erwähnt, dass eine erweiterte Bildgebung gemacht werden musste bei einer bestimmten Anzahl von Entitäten. Diese erweiterte Bildgebung, das waren in der überwiegenden Mehrzahl Röntgenbilder. Also man versteht ja immer unter erweiterter Bildgebung eher so umgangssprachlich, ja, CT, Kernspin oder Spekt, Sinti. Nein, es ist so, dass die Patienten bisweilen kamen mit einem reinen MRT und ich glaube, das hat der Professor Uhl auch eindrücklich dargestellt, dass man da oft gar keine Diagnose machen kann. Nein, anhand vom konventionellen, klassischen Röntgenbild war letztendlich in der Zusammenschau dann die Diagnose möglich. Also klar, wenn Sie an der Wirbelsäule oder an der Schädelbasis brauchen Sie ein CT, ja. Aber Extremitäten reicht ein einfaches Röntgenbild aus. Da kommen die wird mir eingeschickt CDs mit Kernspins drauf, mit PD-Sequenzen. Und dann habe ich nur das Kernspin, soll eine Diagnose machen. Da sage ich, Leute, schickt mir noch ein Röntgenbild dazu. Und dann machen Sie erst hinterher noch ein Röntgenbild. Das fehlt mir dann. Also. Haben Sie noch Fragen? Wenn das nicht so ist, dann bedanken wir uns bei den beiden Experten für auch die weite Anfahrt. Das wissen wir sehr zu schätzen, dass ihr hier wart. Ja, ganz lieben Dank. Ja. Wir danken. Und, wir gehen in die Pause und treffen uns pünktlich 14:30 Uhr.